So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen wieder aus dem Transfer-Talk. Ich darf euch begrüßen und heute haben wir den nächsten Spieler beziehungsweise das nächste große Gerücht auf dem Plan. Ich freue mich wieder tierisch über eure Kommentare. War eine sehr, sehr geile Folge gestern mit Çalhanoğlu. Ging schon mal richtig vorwärts und da freue ich mich einfach tierisch, dass sehr, sehr viele mit dabei sind wieder, wie bereits schon im letzten Jahr und wir die geilsten Gerüchte am Start haben beziehungsweise auch richtig schön spekulieren können. Okay. Bei Çalhanoğlu gibt es noch nichts Neues zu verkünden, außer dass halt der Verein sagt nein, der Spieler sagt ja und alle außenrum regen sich auf. Also, das bleibt immer stehen, aber ich habe einen tollen Kommentar aus dem, ja, aus dem Video herausgezogen, nämlich von Alle Bayern Fan 7. Er schreibt, mach mal bitte David Luiz und Bayern soll ja laut Sky Italia schon fix sein. Ja, dachte man, der Wechsel zwischen Bayern München bzw. David Luiz, der Wechsel von Chelsea zu Bayern München, das klang schon so, als ob das fix wäre. Insbesondere als dann noch die Gerüchte aufkamen, dass man vielleicht ein Tauschgeschäft eingehen möchte mit Mandzukic und David Luiz. Da wurde sogar teilweise kolportiert, dass man sagt, hier, David Luiz geht zu Bayern, Mandzukic geht zu Chelsea und die Bayern bekommen nochmal 15 Millionen Pfund obendrauf. Hauptsache Mourinho ist seinen David Luiz los. Naja, hat er auch letztes Jahr gesagt, dass er mit ihm nicht plant. Letztendlich kam er in der Premier League zu 19 Einsätzen. Auch in der Champions League hat er 8 Mal gespielt. Also so unnötig scheint er auch für Mourinho nicht zu sein. Okay, FC Bayern steht auf dem Plan. FC Barcelona steht auf dem Plan. Hat sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit gegenüber den Bayern laut transfermarkt.de. Aber jetzt kommt's, Leute. Seit heute gibt es eine neue Nachricht und zwar bietet Paris Saint-Germain 60 Millionen Euro für David Luiz. Da sage ich mal, WTF, was zum Henker. David Luiz, 60 Millionen. Ich meine, es ist kein Spielmacher, es ist ein defensiver Spieler und das wäre ja, ich denke mal, für einen Verteidiger wäre das eine Rekordsumme. Also ich kenn keinen anderen Verteidiger aus dem Stegreif jetzt unvorbereitet, der, wo ich sagen würde, der hat 60 Millionen gekostet. Finde ich heftig, finde ich krass. Also wenn das stimmen sollte und das so ausgeht, dann ist der Hammertransfer der erste große Hammertransfer in dieser Transferperiode. Also liebe Leute, haut raus. Was ist eure Meinung? Wohin geht's? Bayern, Barcelona oder Paris Saint-Germain? Und dann natürlich, seht ihr das realistisch, die 60 Millionen von Paris Saint-Germain, ist das der Spieler wert? Das interessiert mich auch nochmal als Verteidiger, das ist ja heftig. Okay, ich habe wieder alles rausgehauen, ich freue mich auf eure Kommentare, die nächsten Vorschläge für die nächsten Transfer-Talks gehen raus und wenn alles klappt, gibt es heute sogar noch eine Transfer-Talk-Folge plus WM-Talk-Folge. Plus Talk-Folge! Leute, haltet die Ohren steif, beziehungsweise haltet die steifen Ohren warm und wir sehen uns dann, hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao!